Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu dem ersten Special zu Fallout 76. Ja, ihr habt richtig gehört, heute werde ich da den ersten Guide zu diesem neuen Spiel aus dem Hause Bethesda rausbringen. Und wir werden direkt mit den wichtigsten Dingen anfangen, dem Special-System. Ja, genau, wir werden heute ausgiebig, naja, zumindest in den nächsten 10 bis 15 Minuten, hoffe ich zumindest, vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht auch ein bisschen länger, über die Attributspunkte hier in Fallout 76 sprechen. Dafür habe ich mir meinen Beta-Charakter mal kurz geladen. Es ist also nicht der aktuelle Let's Play-Charakter, das ist ja eine Frau, sondern wir werden das hier mit meinem Beta-Charakter durchforsten. Fangen wir an, gehen wir mal ins Attributsystem. Wie kommen wir da rein? Auf dem PC ist es über die Tabulatoren bzw. über die Starttaste, wenn man mit einem Controller spielt. Ich nehme mal an, bei der PlayStation 4 und der Xbox One wird es auch jeweils die Starttaste sein. So, damit kommen wir in unseren Pip-Boy rein und so können wir dann unten, sieht man es an der Leiste, auch in den Bereich Skills reinkommen. Nun, wir kennen das Special-System ja aus den vorherigen Fallout-Teilen. Allerdings hat sich das hier doch ein wenig verändert. Aber es ist wirklich nur ein wenig. Man muss nur bestimmte Dinge beachten. Fangen wir mit den Grundlagen an. Gucken, habe ich hier meine Maus? Ja, da habe ich meine Maus. Special. Bist du Special? Ja, du bist Special. Strength, also Stärke, Perception, Wahrnehmung, Endurance, Ausdauer, Charisma, braucht man nicht extra übersetzen, Intelligenz, braucht man auch nicht extra übersetzen, Intelligenz, Agility, die Beweglichkeit und Luck, also das Glück in Dosen. Nun, jeder dieser Punkte hat ja bestimmte Boni, die er einem garantieren kann. Fangen wir mal an mit der Stärke. Stärke hat natürlich, man weiß es ja, wenn man ein kräftiger Goliath ist, tut man auch ordentlich austeilen, sobald man in den Nahkampf reinkommt. Das heißt, wenn ihr auf Stärke geht, seid ihr hauptsächlich im Nahkampf unterwegs, höchstwahrscheinlich zumindest, und ihr könnt auch entsprechend mehr tragen. Das ist ja der Reiter zu Stärke. Gehen wir zur Wahrnehmung. Der Bild, der Bereich, der für Sniper unerlässlich ist, ist die Wahrnehmung. Denn in der Wahrnehmung, umso höher man dort geht, umso besser ist euer WETS-System, mit dem ihr Gegner anvisieren könnt und sie erschießen könnt, beziehungsweise verprügeln könnt, das ist ja euch überlassen. Aber umso höher eure Wahrnehmung ist, umso besser stehen eure Chancen, dass ihr auch zu 100% trefft. Ebenso steht eine verbesserte Wahrnehmung natürlich auch für eine erhöhte Feindsichtung. Das heißt, wenn man noch im Low-Level-Bereich ist, so wie wir es ja im Moment sind, lauft ihr irgendwo hin und ihr werdet von den Gegnern im wahrsten Sinne des Wortes oft genug überrascht. Egal, ob es kleine Maulwurfsratten sind oder irgendwelche Radkakerlaken, bis hin zu größeren Gegnern, ja sogar bis zur Todeskralle, sie alle können euch überraschen. Umso höher eure Wahrnehmung ist, umso seltener kann man euch ans Bein pinkeln. Das ist ganz einfach. Ebenso ist dieser Perk essentiell wichtig für Sniper-Builds, da durch die Wahrnehmung doch der Fernkampf erheblich beeinflusst wird. Endurance, die Ausdauer. Nun, die Ausdauer ist hier ein wenig irreführend, denn tatsächlich tun investierte Punkte in die Ausdauer nicht eure Ausdauer erhöhen, sondern eure Lebenspunkte. Der einzigste Vorteil ist, dass sich eure Ausdauer zwar nicht erhöht, aber ihr dennoch länger sprinten könnt, wenn ihr denn sprinten wollt. Ebenso ist eine erhöhte Ausdauer auch sinnvoll für euren Schutz vor Krankheiten. Das heißt, umso höher eure Ausdauer ist,
umso besser seid ihr gefeit vor Krankheiten und vor Seuchen und was weiß ich nicht alles. Quasi ein Penicillin, das man immer mit sich herumträgt. Charisma. Charisma war in den vorherigen Teilen, besonders in Fallout 4, extrem wichtig. Bestimmte es doch unter anderem, wie ihr mit euren Begleitern ausgekommen seid, beziehungsweise welche Interaktionsmöglichkeiten ihr mit anderen NPCs hattet. Nun, in Fallout 76 gibt es keine NPCs. Es gibt keine anderen menschlichen Spieler, mit denen man interagieren kann, also NPCs wohlgemerkt. Man kann nirgendwo hingehen und irgendwelche Frauen, Männer oder was weiß ich bezirzen. Das geht einfach nicht. Nein, man vollzieht auch keine Wetttrinken. Wer hat wen unter den Tisch gesoffen und dabei noch Würstchen gegessen und hinterher noch ein Vanilleeis reingeschlürft? Nein, das geht nicht. Charisma ist hier in Fallout 76 tatsächlich eine, ausschließlich möchte ich es jetzt fast nennen, eine Gruppenart, also eine Gruppenunterart. Umso höher ihr im Charisma seid, umso mehr Boni zieht ihr aus eurer Gruppentätigkeit raus. Zum Beispiel könnt ihr, wenn ihr 3 Punkte in Charisma verteilt habt, eure Perk-Karten, die zum Beispiel hier unten, mit anderen Spielern teilen. Dafür benötigt ihr 3 Charisma-Punkte. Ja? So, ebenso erhaltet ihr bei einem höheren Charisma-Wert bei Gruppenevents, das ihr mit Freunden, Bekannten oder auch mit Fremden abschließt, verbesserte Belohnungen. Das heißt, während man normal was halt hergebracht ist, sagen wir mal, eine Impro-Pistole bekommt, bekommt ihr anstatt eine Impro-Pistole, sagen wir mal, eine 44er Magnum. Oder anstatt einem kleinen Stimpack erhaltet ihr ein Wedaway oder irgendeine Droge wie Buff-Out oder keine Ahnung, Chemex. Dafür ist Charisma gut. Ebenso, man könnte es quasi als Supporter-Fähigkeit ansehen. Ja, ihr könnt Mitspieler heilen. Man sieht es hier zum Beispiel, von dir wiederbelebte Spieler erhalten 15 Sekunden lang eine Gesundheitsregeneration. Oder in einem Team erhältst du 5% Punkte mehr EP, also Erfahrungspunkte. Ja, all das zeigt euch an, das ist eine typische Charisma-Fähigkeit. Nun, gehen wir weiter zum Thema Intelligenz. Intelligenz ist natürlich Selbstreden. Umso intelligenter man ist, umso mehr Erfahrungspunkte sammelt man in diesem Spiel. Das war in den vorherigen Fallout-Teilen in der Regel auch so. Allerdings ist es hier in diesem Spiel ein klein wenig anders. Ihr sammelt natürlich nach wie vor verbesserte Erfahrungspunkte, ja, aber es beeinflusst auch den Zustand eurer Waffen und eurer Ausrüstung generell. Das heißt, umso höher eure Intelligenz ist, umso besser ist der Zustand eurer Waffen. Sie gehen dadurch auch langsamer kaputt. Das heißt, ihr könnt sie länger verwenden, bis ihr sie denn dann reparieren müsst. Ebenso ist durch den Perk Intelligenz das Wiederverwerten von Material wesentlich besser, denn ihr bekommt aus Schrott wesentlich mehr Material heraus wie mit einer niedrigen Intelligenz. Agility, die Beweglichkeit. Nun, hier sind wir jetzt endlich bei dem Bereich, der tatsächlich für die Ausdauer zuständig ist. Denn umso höher eure Beweglichkeit ist, umso besser ist auch euer Ausdauer. Ebenso beeinflusst die Beweglichkeit natürlich auch euren Schleichskill. Wenn ihr also, so wie ich, einen schleichenden Sniper aufbauen wollt, ist Agility für euch genauso wie Wahrnehmung die richtige Wahl. Und ein weiterer Vorteil, den Beweglichkeit hat, eure Reaktionsgeschwindigkeit wird erhöht. Das heißt, während der normale Revolverheld eine Sekunde braucht, bis er den ersten Schuss abfeuern kann, kann ein Beweglichkeitsrevolverheld, der 3 Punkte ausgerüstet hat, wesentlich schneller ziehen und schießen als der Einser. Last but not least, Luck, Glück. Das Glück in Dosen.
Nun, Glück. Glück war in den alten Fallout-Teilen dafür zuständig gewesen, ob der mysteriöse Fremde aufgetaucht ist, ob ihr Zusatzschaden verursacht habt oder dass ihr trotz eurer Stupidität, wenn ihr Intelligenz unter 4 hattet, gut XP bekommen habt. Das hat sich hier in dem Spiel nur geringfügig geändert. Allerdings sind noch ein paar Sachen dazugekommen, die für Fallout 76 durchaus wichtig sind. Denn durch Glück verändert sich der Zustand sowie die Qualität von gefundenen Items. Egal, ob es Waffen sind, egal, ob es Rüstungsteile sind oder ob es andere Dinge sind, die ihr im Spiel gebrauchen könnt, wie zum Beispiel Caps. Caps sind hier ein sehr gutes Beispiel, denn sie sind nicht so leicht zu haben wie in Fallout 4 oder noch in Fallout 3. Ebenso erhöht Glück eure kritische Trefferchance im WATS-System. Das heißt, wenn ihr WATS aktiviert habt, kommt es natürlich auf Perception an, also auf die Wahrnehmung. Dort steigt natürlich die Treffergenauigkeit und Glück in Dosen erhöht die kritische Trefferwahrscheinlichkeit im WATS-System. Ja. Nun, jetzt stellt sich die Frage, nachdem wir das Special einmal kurz durchgenommen haben. Ja, fragt ihr euch, bis wann bekommen wir denn Punkte für Special? Und vor allem, wie weit kann ich leveln und wie läuft das alles ab? Nun, dazu habe ich auch ein paar Informationen für euch. Skillpunkte, also das, was ihr hier oben seht, hier 1, 4, 1, 2, 2, 4, 1, das sind unsere investierten Skillpunkte. Ihr bekommt mit jedem Levelaufstieg einen Skillpunkt. Perk-Karten. Skillpunkte bekommt ihr bis Stufe 50. Danach ist Schluss. Das heißt, eure Möglichkeiten, diese Skillpunkte zu investieren, gehen ausschließlich bis Stufe 50. Aber Stufe 50 ist nicht unser Endlevel. Nein, ganz im Gegenteil. Unser finaler Endlevel in Fallout 76 ist Stufe 100. Das heißt, wir können bis Stufe 100 leveln, haben aber trotzdem nur die Skillpunkte bis Stufe 50. Heißt das jetzt, ja, okay, mit Stufe 50 ist alles vorbei? Nein, ist es nicht. Denn ihr könnt diese Packs, diese Karten, auch nach Stufe 50 nach wie vor sammeln. Es kommen immer neue dazu, die vom Level abhängig sind. Hier habe ich jetzt gerade leider keine dabei. Allerdings, denn manche Karten sind von eurem Level abhängig. Nicht nur von eurem Charakterlevel, sondern auch von eurer Fähigkeit hier im Special-System. Wenn ich hier zum Beispiel Eisenfaust nehme. Eisenfaust könnte ich jetzt schon skillen. Ihr seht, es ist kein Schloss hier vor. Wenn ich es nicht skillen könnte, wäre hier ein Schloss mit einer kleinen Ziffer, die für den Level steht. Der Level ist allerdings nicht unser In-Game-Level, sondern der Level der Stärkefähigkeit. Wenn hier also, sagen wir mal, Stärke Schloss 5 stehen würde, könnte ich Eisenfaust erst verwenden, nachdem ich meine Stärke auf 5 hochgebracht habe. Ebenso ist es auch, dass manche dieser Karten erst dann für euch erscheinen, wenn ihr gewisse Punkte investiert habt. Wenn ihr die Punkte nicht investiert, bleiben diverse Karten, wie zum Beispiel Lockpicking oder Hacken, komplett verschwunden. Die tauchen einfach nicht auf. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, man hat Stufe 50 erreicht, man hat sich sein Special soweit aufgebaut und dann stellt man fest, oh verdammt, hätte ich anstatt Wahrnehmung mal besser in Stärke fabriziert. Fernkampf ist nicht so recht das Richtige, ich will mit meiner Power-Rüstung rumlaufen und hi, wir hauen die Amis zu Brei machen. Ja, kann ich reskillen? Kann ich meinen Skill zurücksetzen? Jein. Jein, deswegen, ihr könnt die Karten austauschen. Ja, aber ihr könnt eure investierten Punkte im Moment nicht zurücksetzen. Das ist etwas, was Bethesda bereits geplant hat und für einen der kommenden
Patches angekündigt hat. Allerdings ist das aktive Zurücksetzen eurer Special-Punkte im Moment noch nicht verfügbar. Das heißt, ihr könnt zwar eure Karten austauschen und durch diese Karten natürlich einen anderen Skill bekommen, aber nur im Rahmen eurer festgelegten Special-Punkte. Ärgerlich, so ist es aber im Moment. Nun, dem einen oder anderen wird von euch schon aufgefallen sein, dass man diese Levelkarten zu bestimmten Leveln erhält. Ja, das ist richtig. Im Anfangsbereich von Stufe 4 bis 10 erhält man alle zwei Level ein sogenanntes Kartenpaket. Dieses Kartenpaket umfasst 4 bis 5 Perk-Karten plus eine kleine, in Anführungszeichen, Witzkarte, wo dann wirklich ein Schenkelklopfer von einem Witz draufsteht. Die ist aber mehr oder minder für die Tonne. Aber von 4 bis 10 bekommt ihr immer ein Kartenpaket, das ihr dann für eure Special-Leiste verwenden könnt. Nach Stufe 10, also ab Stufe 11 bis Stufe 100, bekommt ihr nur noch alle 5 Level so ein Kartenpaket. Aber trotzdem, damit bekommt ihr die Möglichkeit gegeben, euch genau den Skillbaum aufzubauen, wie ihr ihn aus Fallout 4, Fallout 3 und den vorherigen Fallout-Titeln teilweise kennt. Ja, jetzt fragt sich der ein oder andere garantiert, ja, Maerod, ist ja alles schön und gut, aber was hat es hier mit diesen Sternchen zu tun? Ganz einfach, ihr könnt diese Karten auch upgraden. Ihr seht zum Beispiel, ich habe jetzt hier unter Perception bereits einmal konzentriertes Feuer mit einem Sternchen. Und hier seht ihr nochmal konzentriertes Feuer mal 2. Das heißt, ich habe noch 2 weitere Karten. Jetzt könnte ich also rein theoretisch hingehen und den Rang erhöhen. Das machen wir jetzt einfach mal. R drücken. So, ihr seht also, wenn ich diese beiden jetzt kombiniere, kommt der zweite Stern dazu. Machen wir das mal, annehmen. So, und schon habe ich diese Fähigkeit, konzentriertes Feuer, auf 2 Punkte hochgesetzt. Gucken wir mal. Okay, jetzt habe ich nicht genug Punkte. Nehmen wir die hier raus. Ja, das war jetzt ein zu viel gewesen. Vorführeffekt. So, geht auch so. Ihr seht es jetzt, diese Karte habe ich jetzt ausgewählt. Rang erhöhen, por favor. So, und schon werden alle 3 zusammengefügt und ich habe dann diese Fähigkeit auf seine maximale Möglichkeit hochgesetzt. Allerdings, sieht man jetzt, habe ich dafür noch nicht genug Punkte. Ich kann sie also jetzt nicht mehr ausrüsten. Denn ich benötige noch 2 weitere Punkte, um diese Karte aktivieren zu können. Aber auch da hat Bethesda vorgesorgt, denn man könnte diese Karten jetzt auch wieder teilen. Naja, es können nur ausgerüstete Skills geteilt werden und somit hat sich das jetzt quasi schon erledigt. Ich kann sie definitiv nicht skillen. Nun, aber so können Gegenstände auch, wie gesagt, eure Perk-Karten auch verbessert werden. Die einzigen Ausnahmen, die sich dadurch bilden, sind aber nicht diese Fähigkeiten, sondern eure Lockpick-Fähigkeiten, hier schön Einbrecher genannt, beziehungsweise euer Hackenskill. Ihr seht es, diese Lockpick-Karte hat lediglich einen Stern und nicht so wie die anderen noch 2 zusätzliche Sterne oder 4 zusätzliche Sterne. Manche haben sogar 5 Sterne. Nein, Lockpicking und Hacking sind ausschließlich vom Level abhängig. Das heißt, wenn ihr einen bestimmten Level erreicht habt, bekommt ihr in eurem Kartenpaket auch eine Einbrecher- bzw. Computer-Hacken-Karte hinzu. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Einbrecher Stufe 2 haben wollt, müsst ihr einfach den entsprechenden Level abwarten und dann bekommt ihr Einbrecher mit 2 Karten. Ihr müsst dann allerdings beigehen und diese Karte hier rausnehmen und die mit den 2 Einbrechersternen
einfach aktivieren, die ich jetzt hier natürlich nicht habe. So. Ihr seht es, jetzt habe ich zum Beispiel alle vier Punkte dadurch verwendet, indem ich hier konzentriertes Feuer reingenommen habe und den Gewehrschützen. Für den Einbrecher, der einen Punkt benötigt, beziehungsweise für den grünen Daumen, der auch einen Punkt benötigt, habe ich nun nichts mehr frei. Ja, und das war es auch schon gewesen zum Thema Special. Du bist Special. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, denkt dran, eure Fragen, ja, zu diesem Thema beantworte ich gern. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und denkt dran, nur auf meinem Kanal gibt es wirklich gute Guides, kleiner Scherz am Rande. Deshalb lasst ein Abo da, unterstützt mich, indem ihr auch noch die kleine Erinnerungsglocke drückt und dann sage ich, haltet die Ohren steif. Viel Spaß in Fallout 76 und bis demnächst. Bye bye.